Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Wunderschönen guten Batman, ich bin Fritzak. Ronny ist hier am Start. Und ja, Mates, use Skin Changer, get 15% Bonus with every trade. Kann ja keinen Sinn machen, oder? Aber wir haben jetzt gar keine Skins, testen wir nachher. Aber macht ja keinen Sinn mit 15%. Warum sollen die denn... Ich gehe der Sache auf jeden Fall auf den Grund. 1500 Tacken haben wir drauf. 500 ist geplant, heute zu 10.000 zu machen. Deswegen, Gambling ist natürlich über 18. Numikölle, die ihr auch übrig habt. Schauen wir mal, ob hier irgendwas offen ist. Oh, das ist schon lecker. Da gehe ich rein. Aber ich gehe gegen ihn. Oh nein, es sind die Praktikantenkisten. Och nee. Warum sollte der freiwillig Praktikantenkisten auswählen? Naja. Wollte ich denn gerade sagen? Genau, 10.000 wollen wir draus machen. Oh, es ist direkt noch einer mit dazugekommen. Ein YouTuber, Mac Nkokusi Naskini. Kennt man, oder? Den YouTuber. Hallo, ich bin's. Mac Nkokusi Naskini, Alter. Hoffentlich ziehst du jetzt auch was. Ist das ein Loserwind oder ist das ein Winnerwind? Scheiße. Fuck. Es sollte ein Winnerwind sein, oder? Also es steht nichts dran mit Loserwind. Ach, das ist wieder das Ding. Entweder du ziehst was oder du ziehst einfach nur einen Dollar. Die haben halt schon $35 gezogen. Oh, lecker. Mekten Kusuni Katingi. Ich wusste, dass mit dir läuft. Wusste, du bist es. Komm, hier, hau nochmal einen raus. Oh, Alter, aber das kostet $125. Das heißt, wir müssen insgesamt $500 ziehen, damit es sich überhaupt verdoppelt. $250 zusammen. Das kannst du vergessen. Wir sind ja so im Arsch. Holy shit. Wir sind ja so im Arsch. Mein Gott, ist das bitter. Schade, Alter, aber richtig. Naja, mit seinen 50 ist auch nicht viel gerissen, muss ich sagen. Aber bei mir war natürlich noch dramatischer. Also das war irgendwie trotzdem halt kein richtiger Profit. Machen die wieder diese Kiste? Warum? Ich würde es nochmal versuchen. Ich versuche es nochmal, weil es einfach gegen andere Spieler ist. Das macht Spaß. Aber diese Praktikantenkiste, die kann doch wirklich absolut gar nichts. Und Mekten Kokuni Naskini, weh, du ziehst jetzt was Gutes. Wirklich, gerade so reingeschissen und dann so. Oh, die geben mir einen Bot, Alter. Geil. Bot immer extra Prozente. Happy. Oh, ja, ja, guck mal hier. Wenn ich nicht bei dir im Team bin, Mekten, dann schaller ich aber. Guck mal hier, zack, zack, zack. Och, Digga. Was soll das? Na klar zieht der, jetzt ein $450 Skin. Aber deswegen machen die vielleicht auch die Praktikantenkisten auf. Weil die Chance relativ hoch ist, was Krasses zu ziehen oder halt die übelste Scheiße. Oh Mann. Jetzt füttern wir die halt auch noch. Jetzt füttern wir die noch. Wir sind so heftig weit hinten, kannst du knicken. Der Bot hätte jetzt, oder ich hätte jetzt echt so ein Safari, keine Ahnung, was ziehen müssen. Oh nee, Digga, die rechte sieht so teuer aus, ist sie aber nicht. Oh, mies, Alter, mies. Das ist echt ein bisschen blödi. Boah, hier war ein $1000-Battle gerade auf. Schau ich mir an. Oh, gegen den Bot, Alter. Schade gegen den Bot. Hätte ich gern gesehen gegen einen anderen Spieler. Ist auch ein bisschen Schadenfreude da, muss man manchmal sagen. Einer verliert, oh, wissen wir, kann 400. Oh, viel Test sogar 700. Oh, komm, jetzt zieh noch was, Alter. Ich gönn dir deinen Hack. Oh. In dem Fall, gut. Ist der Tausender weg. Oh, nee. Obwohl, Underdog-Battle. Oh, zum Glück lässt er keine Zeit zum Überlegen und macht direkt Bot. Oder hat er wieder gecancelt? Ich kann es nicht sehen. Hätten wir es gewonnen? Ich habe nämlich überlegt, wirklich. Einfach für einen geilen Titel und so. Aber da muss er ja wirklich super schnell sein. Okay, man weiß natürlich auch nicht, ob ich das gleiche gezogen hätte wie der Bot. Ne, ist auch klar, aber... Komm, ich mache auf jeden Fall ein K-Drop-Battle nochmal auf. Machen wir mal hier nach meinen Spielregeln. Underdog-Modus und die Serpent-Kiste. Viermal. 2 gegen 2. Case-Battle Underdog. Rein. So, jetzt Bot. Lieber hat noch nie enttäuscht. Machen wir mal Bot Crony neben uns und hoffen, dass noch einer joint. Ansonsten kommt halt der Bot Auto mit dazu. Es waren aber echt ein paar High Roller auf jeden Fall am Start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1. Na gut. Machen wir halt noch den Bot Giorgio mit dazu. Abfahrt. Ronny gegen Crony. Komm. Biber, Alter, bis jetzt hast du noch nicht enttäuscht, Junge. Du enttäuscht. Ach nein, Biber zieht ja immer krass. Fuck. Ich auf die andere Seite. Oh, Bot Crony. Digi. Schmecke die Schmackofazzo. Schmeckt aber ganz köstlich aktuell. Ah, ein bisschen was könnte jetzt hier aber noch in den Pott wandern, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so der krasse Gewinn. Aber ist auf jeden Fall, ne. Ist plus minus null. Na gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. 120 haben wir minus gemacht. Haut rein und bis bald, Spider-Man. Ciao.